Hallo Leute, es geht weiter mit Fairy Legends of Avalon. Ja, unser Grimm macht uns hier irgendwie so ein bisschen an irgendwie. Und wir können jetzt verärgert oder beruhigend reagieren. Aber, weiß ich nicht. Ach, sind wir gerade zur Fantasmierrennung gekommen? Ich reagiere einfach mal verärgert. Warum bist du denn so verärgert? Was ist los? Du hast tatsächlich nicht den leisesten Schimmer, oder? Wir haben ihre Königin getötet und das war vollkommen sinnlos. Du hörst wohl nie zu, was? Oh oh. Aber du hast doch gar nichts gesagt. Ich weiß, aber ich dachte, du hättest genug Grips. Ist dennoch zu verstehen, verdammt nochmal. Hä, die wollten doch alle, oder? Chitra sie retten? Ich weiß ja, dass du alle Kreaturen magst, ob klein oder groß, aber wir mussten die Königin töten, um die Hornissen zu vertreiben. Nein, nein und nochmal nein. Falsch und falsch. Hast du denn gar keine Ahnung? Kannst du es nicht fühlen? Der Baum hat immer noch Schmerzen. Ein paar Hornissen können doch einen starken Baum nichts anhaben. Nicht das Geringste. Deswegen muss es da noch etwas anderes geben. Ich bin überzeugt davon und das geht alles nicht in deinen Wasserkopf. Halt die Schnauze. Nein, ich fühle nichts derartiges, aber ich werde die anderen fragen und der Sache auf den Grund gehen, wenn du dir so sicher bist. Du bist ja ein kluges Köpfchen, ein Wasserköpfchen. Du hast die armen Insekten dazu verdammt, für den Rest ihres Lebens ohne die Führung ihrer Königin durch das Land zu irren. Du ahnungsloser Trottel. Oh oh. Im Nest verlassen, im Nest bleiben. Nest verlassen mache ich dann jetzt mal. Wir sollten hier keine Zeit mehr für den stattdessen die Dorfbewohner befragen. Und dafür bekomme ich 200 Erfahrung. Okay, also war es jetzt doch ein Fehler, ne? Mann. Ich wollte das doch nur den Baum retten. Der ist so wichtig, der Baum. So, was jetzt hier? Wähle eine Verbannung aus Hörner. Wie kann ich jetzt andere Hörner nehmen? Nein, ich habe immer noch dieselben dummen Hörner. Fertigkeitspunkte 2. Okay, ich kann jetzt hier elektrische... Kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. Was kann ich denn hier machen? Kann ich blöden Fühler kann ich wählen. Muster. Nova Stufe 2, 2, 2, 2. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Aber ich gehe dann wahrscheinlich auf Wasser, wenn es denn soweit ist. Mal gucken. Ja, die ollen Hörner. Fühler. Ich muss ja welche nehmen, anscheinend. Oh, das ist so hässlich. Ich verstehe das auch nicht. Hörner und Fühler. Wie hässlich kann man denn eine kleine Fee machen? Und dann auch noch diese Tattoos alle dazu. Was soll das? Oh. Falter. Grille. Ameise. Oh, schön. Ja. Ja. Der nächste Angriff eines Verbündeten verursacht mehr Schaden. Der Schaden, den ein Verbündeter beim nächsten Angriff erleidet, fällt geringer aus. Für die nächsten 3-5 Runden erhält er ausgeführt einen Teil seiner Lebenskraft zurück. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal die Grille. Ja, ich sag dazu nichts. Oh, schön. Sie wird immer schöner. Hörner und Fühler und ja. Sagt jetzt unsere Galadriel hieß sie ja gar nicht. Die andere, was? Ja, wir haben ihre Hornissenkönigin getötet. Wir sind böse. Wir haben alles falsch gemacht. So, da ist immer noch das gepunktete Ei und irgendwie scheinbar niemand, der, ne? Da ist ein Vogel. Hallo, Vogel. Ja. Ich suche eigentlich diese Truller mit dem Kochtopf, für die wir das mit dem Ei machen sollen. Wo ist die denn nochmal? Die war doch auf irgendeinem Ast. Da ist eine Kiste. Da nicht. Hier, die will immer ihre Ruhe da unten, die eine.
Geh mal weiter nach oben. Vielleicht sehe ich es dann besser. Was hier? Oh Mann. Können die nicht mal so Wegweiser oder so machen? So für, keine Ahnung, für die nächste Quest-Sache, irgendeine Karte oder so? Haben wir sowas? Karten? Ist hier sowas drauf? Galdas Puku, Spiegel nach Avalon. Galadrielle, da wollen wir hin. Wo weiß ich jetzt, wie ich da hinkomme? Nee, Galadrielle wollen wir doch gar nicht. Hornissen ist Galdes, Gorb, Bernutsche, Termitenbaueingang, Gargamel. Hier, da. Ach, die ist wieder unten? Oh oh. Weil wir jetzt das erledigt haben schon quasi mit dem Hornissen Königin tot. Oh, ich hab's jetzt auch voll echt. Hab ein bisschen Schiss, dass ich das jetzt echt voll vergeigt habe, ne? Oh oh. Schon wieder der nächste Kampf hier. Irgendwelche Ameisen. Die mögen uns nicht mehr, weil wir jetzt. Wir haben noch nichts mit den Hornissen zu tun. Ich glaube, die beschützen einfach nur die Kiste. So, schön den Waschbären auf alle Ameisen. Wunderbar. Der ist weg. Sehr schön. Oh, die Ameisen, die können aber auch hier. Hier Wurfgeschosse. Ja, sehr schön. 23, 25, 23, naja. Ich will den Waschbären. Cool, cool, cool. Ich glaube, hier hilft wieder ein normaler Angriff. Kann das sein? Weil die machen nicht viel Schaden. Magie, okay, jetzt war 55, davor war 28. Machen wir einen normalen Angriff. Dann mal Magie und ja. Nee, irgendwie beides gleich. Dann kommt die Biene wieder, die hilft. Vergiftet. Aufkloppen mit dem Regenschirm. Und das war's. 350 Erfahrung und ein Fertigkeitspunkt. Und jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's los hier. Können wir denn hier irgendwas verbessern? Upgraden? Nee? Was soll ich denn mit den Fertigkeitspunkten dann, wenn ich die irgendwie nicht, Ja, ich kann ja nichts auswählen. Das geht ja alles irgendwie nicht. Keine Ahnung. Stufe 2, also... Ich bin irgendwie auf Stufe 2, aber hier steht immer, benötigt Fertigkeit Nova Stufe 2, ja, oder was weiß ich was. Inferno Stufe 2, Wirbelsturm Stufe 2. Woher weiß ich denn, was ich gerade habe und wie gut ich bin? Also da scheine ich auf Stufe 1 erst zu sein oder so. Ich gehe jetzt mal mit der Maus hier auf Upgraden. Aha. Naja, aber da geht auch nicht. Geht nicht. Hat doch gar nichts jetzt gebracht. Intelligenz, Konzentration haben wir zum Beispiel schon die zweite Stufe. Und irgendwas habe ich ja wohl benutzt, dass ich das jetzt bestätigen kann. Nee, will ich nicht. Ich nehme jetzt Wasser. Bestätigen. Aber geht ja nicht. Benötigte Fertigkeit Nova Stufe 2. Wie mache ich denn diese Nova Stufe besser? Das ralle ich noch nicht. Können wir hier irgendwas ändern? Upgraden. Vielleicht muss ich auch mal warten, dass ich mehr Fertigkeitspunkte bekomme.
oder so. Vielleicht reicht es nur nicht mit dem einen Punkt, den ich habe. Oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich auf Upgraden mache, dann... Ach so, ja, dann habe ich Tornado Stufe 2. Okay. Ja, gut. Dann okay. Aber ich würde das auch gerne mal komplett ändern können. Aber das geht ja irgendwie nicht mehr. Dann würde ich nämlich auf Wasser gehen. Aber gut, so kriege ich die Stufe 2 natürlich hin. Und deswegen sind die unteren dann irgendwie leer. Oder so. Warum die dann weggehen, weiß ich nicht. Aber so sind ja dann hier 2 gelbe Punkte weg und so. Und das bestätige ich jetzt mal. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen mehr gereilt. Ach ja, die Kiste sollte ich vielleicht auch noch mal mitnehmen. Stirnband verbessertes Eisenset. Nee, ich will aber nicht auf Eisen jetzt gehen. Ich wollte auf Wasser gehen. Und? Wo sind die jetzt alle? Sind die jetzt voller Meckern hier jetzt? Da, guck mal hier. Gargamelle. Was sagt die? Hallo, Lexis. Magst du mal meine Suppe probieren? Du siehst ein bisschen abgemagert aus und ein paar Pfunde mehr auf den Rippen könnten nicht schaden. Oh, jetzt hat sie ihre Suppe gekocht, weil das mit dem Kochtopf und allem überhaupt nicht geklappt hat. Hornissen. Es ist uns gelungen, die Hornissen loszuwerden. Wir mussten zwar gegen die Königin kämpfen, aber jetzt können sie Jirasil und den Blättern nichts mehr anhaben. Gut gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dem Baum immer noch nicht gut geht. Hier, nimm diese Tränke. Du wirst sie in Zukunft sicher noch brauchen können. Das heißt, der ganze Plan hat überhaupt nicht geklappt, weil ich einfach mal so doof war und in den Hornissen-Dings reingegangen. Ich helfe immer gerne. Okay. Das war jetzt echt doof. Kranker Baum. Die Hornissen sind wir los, aber der Baum liegt immer noch im Sterben. Hast du vielleicht eine Idee, was ihn so in Mitleidenschaft zieht? Tut mir leid, da bin ich ratlos. Noch was. Wie korpulent soll ich jetzt auf ihre Dickheit anspringen? Ich hatte dich mir etwas korpulenter vorgestellt. Blödsinn, das hat bloß wieder irgendein Schreiberling die Klischees bedient. Nur weil man mir einen gesunden Appetit, einen feinen Gaumen in die Wiege gelegt hat, muss das nicht heißen, dass ich den ganzen Tag esse. Wer auch immer diese Geschichte geschrieben hat, wollte schlicht und einfach von seiner dichterischen Freiheit Gebrauch machen, um mich besonders ausschmückend zu beschreiben. Ah ja. Okay, ich habe einen Heiltransfer bekommen, Gegenmittel. Das finde ich schön, aber ich finde es irgendwie total doof, dass es jetzt mit dem Drachen eigentlich geklappt hat. Das ist frustrierend. Und ich wusste auch nicht, dass das so einfach geht. Den Plan einfach mal. So, ne? Ameisenhügel. Okay. Ja, Leute. Aber unser Drachenei ist doch immer noch oben. Und wie können wir diesen doofen Baum heilen? Ich will jetzt mein Drachenei ausgebrütet haben. Das verwirrt mich alles so. Das verwirrt mich alles so. Und immer muss ich hier zwischen den Ästen rumfliegen. Ja. Das ist schön. Würde jetzt gerne einen Cut machen, nur um zu gucken, wie man das jetzt eigentlich hier weitermacht. Aber nein. Jetzt haben wir denen geholfen und es hat irgendwie gar nichts gebracht. Hornissennest. Geschichte. Notizen. Ist denn unter Geschichte noch irgendwas Wichtiges? Der lästige Flieg haben mir Künstler Fabere G. Aratschlag zum Messinger und den Vogel fortgejagt, der Galdas auf die Nerven gegangen ist. Künstler, wie du den Vogel verjagen kannst. Aber das haben wir ja schon gemacht, oder was? Oder nicht? Nee. Lege das bemalte Ei in ein Nest. Hole das bemalte Ei bei Künstler Fabergé ab. Ach so, dann müssen wir nur zu ihm. Ist das jetzt schon? Er meinte ja damals, wir sollen warten. Dann, da. Dann soll er jetzt mal das Ei rausrücken. Hallo, Ei. Und? Endlich irgendwas aus dem Ei geschlüpft? Du kommst mir wie gerufen. Ich habe gerade das Ei aus dem Nest geholt, weil ich dieses unverwechselbare Knackgeräusch der Schale gehört hatte. Hier, sieh dir an, wie es sich bewegt. Ansehen. Wow, Quest abgeschlossen. Es ist so süß. Ich habe einen kleinen Drachen. Wow, wow, wow.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wah! Du willst mich begleiten? Wah! Okay, nicht begleiten. Also, nee, lass mal lieber so einen Drachen. Ach, so langweilig. Asiel ersetzen. Grimm ersetzen wir natürlich. Hallo? Grimm, warte bitte beim Spiegel auf mich. Du bist raus, Grimm. Ciao, Grimm. Wir haben jetzt einen Drachen. Tschüssikowski. Ja, will der noch was? Oder? Ey, wie geil, wir haben jetzt einen Drachen. Ich, Asiel und der coole, selbstgezüchtete Drache. No? Geil. So, rette Yggdrasil. Wie können wir den denn mal retten? Erfahre einen weiteren Grund für die Krankheit von Yggdrasil. Okay. Hilfe, finde den zweiten Cousin von Gobbledigger. Das können wir nicht machen. Tue Rachen einen Gefallen. Finde in der Stadt der Illusion ein Stück Stoff. Da sind wir auch nicht. Bitte Gargamel um einen Kuchen. Ach so, ja. Können wir natürlich mal machen. Und jetzt sollen wir den noch fragen, wie wir den Vogel verjagen können. Müssen wir natürlich über seinen Vogel nochmal. Müssen wir nochmal mit ihm reden hier? Fabergé. Gut. Dem geht's gut, dem Drachen. Danke der Nachfrage. Aber du bist ja nicht zum Quatschen hier. Was kann ich für dich tun? Ja, natürlich bin ich zum Quatschen hier. Fragen. Nester. Diesen Baum gibt es zahlreiche Nester. Leben hier viele Vogelarten? Yeah, viele Vögel sind schon weggeflogen, aber einige Rotkehlchen und Blaumeisen leben noch hier. Andere Frage. Ich soll ihn doch fragen wegen dem doofen Ding. Hornissen. Es ist mir gelungen, die Hornissen loszuwerden, aber offensichtlich geht es dem Baum immer noch schlecht. Weißt du, was das Problem sein könnte? Junge Freundin, ich sitze hier hoch oben losgelöst von der Welt und ihren Belangen. Du solltest diejenigen fragen, die sich näher damit befassen, die Bewohner der niederen Äste. Vielen Dank für deine Antworten, lebe wohl. Warte, wenn du schon mal hier bist, würde ich dich gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Okay. Natürlich, was kann ich für dich tun? Mir ist die blaue Farbe ausgegangen. Normalerweise werde ich von einem Faun beliefert, aber der benimmt sich seit kurzem ziemlich merkwürdig. Ich traue mich gar nicht, zu ihm zu gehen. Ich glaube, er ist ziemlich aggressiv. Aggressiv? Vielleicht kann man ihn ja irgendwie beruhigen? Ich bin ja eigentlich kein Freund von Gewalt, aber vielleicht braucht der junge Bursche mal eine ordentliche Drahtprügel, damit er wieder zur Vernunft kommt. Ich glaube, er war mal eng mit Galadrielle befreundet. Vielleicht weiß sie ja, wie man ihn beruhigen kann. Okay, gut. Ich kümmere mich darum. Komm dann wieder. Finde ich ihn. Kriegt jetzt ordentlich das Maul. Er hält sich meistens in den Ästen auf, aber wo genau, weiß ich nicht. Er streift gerne umher. Ja, ciao. Ich werde nach ihm suchen. Bis später. YOLO. Wo ist der Arsch? Ja. Steht das jetzt hier? Dank der künstlerischen Fähigkeiten von Künstler, Farben und der Umfang von wollen wir noch Drachenei. Müsste das jetzt nicht hier auch stehen? Oh, was haben wir jetzt hier? Ach so, das doofe Stirnband. Ja, ja, ich habe das schon gesehen. Wir haben ein neues Stirnband. Oh, toll. Heilung, Feuer. Ach so, aber es ist Eisen verbessert natürlich. Ne? Erhöht die Effektivität deiner körperlichen und Giftangriffe enorm. Das ist natürlich nicht schlecht. Vor allem, weil wir im Moment gar keinen Wasserzauber haben. Okay, ich nehme das verbesserte Eisen. Ihr habt gewonnen. Ihr habt ja gewonnen. So. Das. Blaue Farbe, da steht's doch. Kämpfe gegen den seltsamen Faun. Finde den seltsamen Faun und kämpfe gegen ihn. Finde einen Weg, um den seltsamen Faun zur Vernunft zu bringen. Frage Galadrielle um Rat. Galadrielle, die wohnt doch hier oben in dem Häuschen. Da bin ich schon 100 Mal vorbeigeflogen. Aber immer, wenn man es dann sucht, findet man es natürlich nicht. Galadrielle! Uschi! War die nicht auf der anderen Seite irgendwo? Galadrielle! Oh, wer ist denn das hier? Hä, wer ist das? Kämpfen! Das ist nicht Galadrielle. Das ist ein. Ach, das ist der seltsame Faun. Okay. Ja, du dann. Weg mit ihm! Oh, mein kleiner Drache wird angegriffen. Das finde ich nicht gut. Nova. Können wir das machen? Asiel kann, glaube ich, Nova machen. Bald, fast, gleich, vielleicht. Wir machen den Faun fertig. Weg mit ihm. Warum ist er denn so aggro? Und der ist gut, ne? Der weicht gut aus. Bam! Stärkeangriff. Cool. Ja, unser kleiner Drache.
brennt. Der bringt ihn zum Brennen. Wie geil. Oh, das ist ja cool. Ja, der Drache, der bleibt erstmal. Das ist schon mal klar. Nova. Kriegst du jetzt auch nochmal ab. Ja, Asiel. Wow. Kleine Atombombe. Eisgeschoss. Tornado. Tornado. Aber es ist auch cool, dass das Eisgeschoss jetzt oder ein Wasserangriff jetzt nicht das Drachenfeuer wieder ausmacht. Das glaube ich nicht, aber es ist schon cool. Jawoll. Aber er nimmt auch, obwohl er die ganze Zeit brennt, nimmt er auch gerade HP, ich nenne es jetzt mal HP wie bei Final Fantasy, ab. Oder nicht? Weil er brennt und brennt, aber ich bin mir nicht sicher, ob er Schaden währenddessen gerade nimmt. Also elektrische Ladung ist auf jeden Fall gut. Okay. Ich greife ihn mal normal an. Und einmal so Geschosse. Okay. Einmal mit normalen Angriff der kleinen Drache und Stärkeangriff. Sehr gut. So, jetzt ist der seltsame von... Ja doch, der nimmt Schaden. Jetzt ist er gerade so zusammengezuckt. Der hat irgendwie... Ich glaub schon, aber der... Boah, der teilt aber auch aus. Der Sack. So, wir greifen ihn einfach mal normal an. Der ist eh gleich tot. Ja, das war's auch schon. 250 Erfahrung. Das war gut. Das war's mit dem Faun. Ah, mein Kopf. Ich fühle mich so kraftlos und ausgelaugt. Was ist denn passiert? Wer bist du und warum hast du mich geschlagen? Ach, das war unser Freund. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Du warst plötzlich zu allen gemein und aggressiv, aber ein ordentlicher Schlag auf den Kopf hat dich wieder zur Vernunft gebracht. Ja, Leute, so läuft das im Leben. So gut hätte man das mit einem Trank nicht hinkriegen können. Sie ist voll stolz auf sich. Danke, dass du mich wieder zur Vernunft gebracht hast. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich mich jetzt zurückziehe und ein bisschen hinlege. Ich fühle mich so kraftlos. Dieser Zorn hat mich völlig ausgelaugt. Blaue Farbe. Warte, kannst du Künstler Fabergé mit blauer Farbe beliefern, bevor du dich hinlegst? Er hat keine mehr und war mit deiner Farbe immer sehr zufrieden. Ah, klar doch, meine Liebe. Vor lauter Zorn habe ich die blaue Farbe ganz vergessen. Geh zu ihm und sag ihm, dass ich nur ein kleines Nickerchen mache und ihm dann die Farbe bringe. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg und entschuldige bitte die ganzen Bollen und Schürfe und pass auf dich auf und genieße die Ruhe. Ja, juhu, yeah, yeah, oh, wuh, ja. Huh. So, blaue Farbe besorgt, fahren hin. Irgendwie löse ich die ganzen Quests im Moment, ohne mit den Leuten zu reden, aber es klappt ja auch mit aufs Maul hauen einfach mal. Und ich hoffe, dass das nicht weiter irgendwie negative Konsequenzen im Spiel nach sich zieht. Aber vielleicht sollte ich ab und zu auch mal mit den Leuten ein bisschen mehr reden. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, Leute, bei Fairy Legends of Avalon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!